Und der Tom, bist du auch an der Ostsee angekommen? Ja, Freunde, heute ist mal die Zeit, wo ich meine Gedanken gerade in Bezug auf unser Kind, auf Tommy, unseren kleinen Autisten, mal so ein bisschen schweifen lassen möchte, mit euch teilen möchte, unsere Ängste, unsere Sorgen, aber auch unsere Fortschritte, die mir im Laufe der Zeit so jetzt zurückblickend eigentlich sehen können. Das möchte ich heute mit euch teilen. Tommy ist nun 12,5 Jahre alt, also vielleicht ist er oder er kommt bald in die Pubertät. Man sieht und spürt, dass er erwachsen wird. Das besprechen wir jeden Tag, weil er im Gesicht jetzt schon so dieses Kindliche ablegt und älter wirkt und auch reifer. Er versteht so viele Dinge, wo wir denken, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ein kleines Beispiel. Wir waren gestern bei meinem Cousin und er hat so eine Gartenlaube mit einem elektrischen Rolltor. Und wir saßen da drin, das Tor war zu. Und mein Cousin hat nur einmal diesen Schalter da betätigt. Ein einziges Mal. Und wir haben gedacht, naja, Tommy, da kann überhaupt nichts passieren. Ganz im Gegenteil. Er ist aufgestanden, hat den Schalter auf die Stellung 1 gestellt. Da ist nichts passiert. Dann hat er zwei Schalterstufen weitergedreht. Und da ging das Tor auf. Wir waren total verblüfft. Und auf der anderen Seite ist es so, als wäre Tommy noch 2 oder 3 Jahre alt. Er spricht nicht, das sind Laute. Er verweigert die Toilette und möchte seine Pampers haben. Oh, das ist diese Gegensätze. Aber all das jetzt mal in der Entwicklung der letzten Jahre zu sehen, das ist schon, naja, es gibt Fortschritte und erst recht in dem letzten Jahr, wo wir mit Tommy eigentlich die meiste Zeit im Auto verbringen. Aber wisst ihr, was uns die meisten Ängste, die meisten Sorgen macht? Das ist das Empfinden oder das Nicht-Empfinden von Gefahren. Also wie jetzt an der Ostsee, wir waren auf der Seebrücke und Anna oder ich, wir halten ja Tommy eigentlich immer fest. Wir haben ihn immer in der Hand, aber versuchen halt ihn auch so ein bisschen Freiheit zu geben. Und auf der Seebrücke ist er dann ganz plötzlich Richtung Geländer gestürmt. Ihr könnt das sehen bei dem Video Albeck. Und das war sofort das Gefühl, ey, hoffentlich springt er jetzt nicht durch dieses Geländer durch ins Meer. Also wir wären hinterhergesprungen, gar kein Thema. Aber das sind halt so diese Sorgen, dass er sich auf der Straße losreißt, irgendwie auf die Straße rennt. Er kennt die Gefahr nicht. Er weiß nicht, dass es gefährlich ist. Und deswegen suchen wir und deswegen geben wir euch mit auf den Weg. Sucht euch Plätze, wo ihr Reaktionszeit habt. Und das ist das, was wir am Vanlifen lieben. Wir fahren Plätze an, wo er Freiraum hat. Er braucht Freiraum. Er benötigt dringend Freiraum, Zeit für sich und auch das Gefühl, Dinge alleine machen zu können.
aber dafür muss Platz sein und jegliche Gefahr ringsrum muss abgewogen werden. Und das immer. Und das darf man als Eltern oder als Betreuer oder Person, die das Kind anvertraut bekommt, nicht vernachlässigen. Weil das geht so schnell. Tommy wird immer und immer schneller. Aber umso älter er wird, dachten wir oder denken wir, dass dieses Gefühl bei ihm, diese Gefahr zu spüren, irgendwann aufkommt. Aber so ist es nicht. So ist es nicht und dass wir hoffen, dass das irgendwann bei ihm Klick macht. Ne? Wir vermitteln ihn an der Straße, überall wo wir sind, wo es tief runtergeht, wo eine Gefahr lauert. Versuchen wir das ihm zu vermitteln. Er versteht Deutsch, er versteht Englisch, er versteht Russisch. Wir wissen, dass er es versteht, er beweist uns das. Aber wir sehen nicht, dass er es begreift. Ne? Er begreift eigentlich nur das, was er auch benötigt und was er gerade will. Ne? Das begreift er und fordert er ein. Und das ist unsere größte Angst. Ne? Vielleicht habt ihr einen Tipp, wie können wir das Tommy anders vermitteln? Habt ihr Erfahrung damit? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Tommy hat auch riesen Sprünge gemacht und das gerade im letzten Jahr im Van. Gerade die Nähe zu uns, die gezwungenermaßen da war, ne? Er kann nicht weg, er muss mit uns leben, er geht mit uns ins Bett, wir wachen mit ihm auf. Das hat ihm sehr geholfen. Er ist viel, viel näher an uns dran. Er sucht das Kuscheln, er sucht die Liebe. Er schläft selbstständig ein, schläft lange durch. Gerade heute, wir sind eine Nacht wieder zu Hause. Er war die halbe Nacht wach. Es ist anstrengend, aber im Van ist es wirklich, wirklich so super und positiv. Er ist selber, ne? Mit Messer und Gabel, mit einem Löffel. Klar, er hat noch Schwierigkeiten und das ist alles nicht ganz so einfach, aber er macht es. Ne? Und das ist wunderbar zu beobachten. Ja, Freunde, es wird noch viele solche Teile geben, wie jetzt hier, wo wir Dinge besprechen. Ihr könnt uns gerne Themen schreiben, die ihr wissen wollt, Fragen, die wir beantworten sollen. Das kommt dann immer freitags bei Klartext. Aber auch in solchen Folgen werden einfach solche Dinge genannt und besprochen. Ja, jetzt habe ich noch eine kleine Bitte an euch. Und zwar ist Tommy bei Instagram. Ihr seht den Link auf unserer Seite oder unter jedem Video. Das wäre schön, wenn ihr uns da auch folgen würdet. Da könnt ihr mit uns kommunizieren, ihr könnt uns schreiben, Voice Message drauf sprechen. Wir antworten eigentlich meistens am gleichen Tag. Und da seht ihr auch ganz neue Dinge. Bilder, die hier nicht bei YouTube zu sehen sind oder wo wir uns gerade befinden. Interessante Videos, Reels, Stories. Ja, das würde uns freuen. Also, bis zur nächsten Folge. Euer Dennis und die beiden schlafen noch, Tommy und Anna. Macht's gut.